Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Persona 5 Strikers. Hallo, wie ihr seht, habe ich hier 19 Punkte. Wie kommt das? Ich habe ein bisschen gegrindet. Meine Leute sind jetzt auf, was für eine Stufe? Ja, so 25 im Schnitt. Ich selbst bin auf Stufe 28. Ich sollte auch mal wieder in den Velvet Room. Genau, ich habe aber nichts Neues herausgefunden, sondern hänge hier noch weiter drin fest. In dem Bereich. Und ich habe jetzt 19 Punkte und ich überlege die ganze Zeit, ja, spare ich einfach und habe dann noch mehr? Oder mache ich uns jetzt einfach mal besser? Weil ich glaube, ich werde tatsächlich versuchen, das andere zu machen. Ich werde versuchen, einfach uns mal besser zu machen. Indem ich hier die Sachen erhöhe. Das heißt, wir machen mal... Ja, wir verbessern mal die ganzen anderen Sachen. Bringen wir die mal auf 1. Außerdem stellt das die TP wieder her. Das ist nicht verkehrt. Die Stärke. Harris Hilfe. Übergabeanreiz. Ja, das mache ich schon öfters mal. Magieboost. Was mache ich denn jetzt noch? Kampfkünste. Unterstützungskünste erhöht die Dauer von Buffs und Debuffs. Okay. Ja, ich mache magischen Boost. Das ist, glaube ich, am besten. So. Ah, das kostet nur 2. Seelenkünste. Zack. Benutze ich eben öfter. So, jetzt habe ich die ganzen Punkte ausgegeben. Ich hoffe, das war kein Fehler. Und wir begeben uns jetzt endlich ins nächste Areal. Weil da habe ich ja aufgehört beim letzten Mal. Und jetzt greifen wir das wieder auf und setzen unseren Weg hier fort. Focus. Und hier haben wir natürlich auch die lustigen Lampen hier überall rumhängen. Yours. So. Ich bin außerdem ja noch dabei, hier die ganzen... wie heißt das? Die ganzen Skills noch freizuschalten. Jetzt hat jeder mindestens Level 3. Kann ich hier einkaufen gehen? Nein. Irgendwie kann ich hier irgendwo rüber. Ich weiß aber noch nicht wo. So, bei mir ist gerade der Sound ein bisschen komisch. Was ich doof finde, aber ich hoffe, sonst ist hier alles in Ordnung. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Den letzten Energiekern. Darum geht's ja. Ich kann die Prison Key sehen, aber die Entrance ist geschlossen. Don't think we're getting in that way. Did the book have any other hints, Fox? In the story, the heroes had to walk across an invisible floor to get inside. Aha. An invisible floor. How do we find something we can't see? We just have to look really carefully. Maybe something will turn up. Benutzt doch Mehl oder so und streut es irgendwo drauf. Okay. So, ich kümmere mich mal hier um die Gegner. Erstmal. Ich kann nochmal auf die Karte gucken. Okay, die Gegner habe ich weggeräumt. Aber was ist hier? Schwerter? Who the hell are you? Leute, einfach nur Leute. Mist. Mindestens mal ein paar Schwerter hier. Können jetzt also auch mit ein paar Schwertern schmeißen. Okay, das war quasi das Tutorial, dass wir Schwerter schmeißen können. Und wir sehen da scheinbar schon die unsichtbare Brücke. Oh, schnell weg. Hab ich gar nicht drauf geachtet gerade. Sorry. Nothing now. Let's go. I think we all did really well. Let's keep up the pace, shall we? Okay, hier haben wir die jetzt auch weggeräumt. Ich glaube, wir kommen hier noch gar nicht hoch. Dann müssen wir erst wahrscheinlich hier durch. Wie so oft müssen wir einfach mal dem Weg folgen.
Die räume ich jetzt auch mal aus dem Weg. War jetzt kein Ding. Sind alle hier nicht sonderlich stark. Easy. Wie es so schön heißt, easy. Okay, wir haben jetzt hier die Gegner weggeräumt oder aus dem Weg geschafft. Ich laufe jetzt nochmal eine Ehrenrunde im Kreis. Aber hier geht's hoch, aufs Dach. Ah, Moment, bevor ich aufs Dach gehe, ganz vergessen. Brauchen den Übergang. Und wenn wir schon mal hier sind, ich glaube, wir können ruhig hier in den Velvet Room gehen und da mal ein bisschen was Neues erforschen. So, wir erstellen mal hier die gute Ich bin Ameno Utsume. Ich bin dein neues Gesicht. Erfreuen wir uns an der Melodie, die wahre Macht weckt. Ja, ich mache ein paar Personas noch. Ein paar neue. Bisschen was Frisches hier auf dem Speiseplan. Jetzt, wo wir uns das leisten können. Und es geht auch gleich weiter mit dem Erzengel. Now, let us begin. Moment, irgendwas kommt jetzt anderes dabei raus, scheinbar, weil ich kann es nicht überspringen. Das hatten wir schon damals mal in Persona 5. Wenn man das dann nicht überspringen kann, passiert was ganz anderes. Scheinbar. Aber was? WTF? Was ist jetzt hier passiert? Ah, Jack Frost, okay. Ich bin Jack Frost, ho! Ich weiß, ich bin nur eine Maske, aber pass gut auf mich auf, hi-ho! Ich wollte dich aber gar nicht. Ah, this was different than expected. Fusionsunfälle. Bei der Persona-Fusion besteht die geringe Chance, dass eine andere Persona als die erwartete entsteht. Personas, die aus Fusionsunfällen hervorgehen, haben mit höherer Wahrscheinlichkeit Werteboni. Sie können also von Beginn an recht stark sein. Ja, danke schön. Wertebonus bekommen? Nice. Aber leider sonst nichts. Mist. Ich wollte trotzdem doch was anderes machen, verdammt. So, nach unserem Unfall machen wir jetzt dann doch wieder eine normale Persona, die ich eigentlich machen wollte, und zwar den Erzengel. Ich bin Erzengel. Du besitzt diese Maske und damit besitzt du meinen Segen. Ja, ja, okay. Ein Erzengel. Ich meine, es gibt mehrere. Die haben eigentlich ja auch Namen. Das ist der anonyme Erzengel scheinbar. So, und das nächste Vieh, dieses Ekelding. Ich bin Pisaka. Du siehst lecker aus, aber ich halte mich zurück. Immerhin bin ich deine neue Maske. Ekelhaft. So, der kriegt auch noch einen kleinen Wertebonus. So, und zu guter Letzt, wahrscheinlich haben wir noch Lilim. Ich bin Lilim. Ich verlasse eine Weile das Reich der Träume und werde deine Maske. Ja, willkommen im Club. So, und das noch eine weitere Persona. Ich bin Setanta. Wenn jemand es wagt, dir Ärger zu machen, erwürge ich ihn gern. Bisschen rabiat, aber okay. Dankeschön. Kriegen wir noch einen Wertebonus. So, und noch eine Persona. Ich bin Prinzipal. Ordnung und Disziplin stehen über allem anderen. Nimm meine Maske, verteidigen wir unsere Ehre. Auf dem Feld der Ehre müssen wir uns verteidigen. So. Ich, Mothman. Was? Ich sein? Ach, ich sein Maske, die du haben. Ja, eine riesige Motte haben wir noch dazu bekommen. Und ich glaube, war das jetzt die letzte? Oder können wir noch eine machen? Nee, ich glaube nicht. Vom Level her, zumindest geht's nicht mehr. Da haben wir nichts mehr, was wir machen können. Deswegen, ich glaube, wir sind durch. Vorerst. Kaiwan ist der letzte. Ja, ich glaube, ich habe hier auch jetzt genug gemacht. Und außerdem möchte ich da jetzt hier gerne weiter. Gefühlt habe ich jetzt hier in Ewigkeit Zeit verbracht. Im Schnitt wird es sicherlich relativ kurz sein.
Ich speichere trotzdem mal kurz noch ab. Und wieder einmal herrlich das rausgeschnitten. So, jetzt können wir hier hoch. Auch hier sind überall Schwerter. Stop right there. Ja, nö. Danke. Machen wir nicht. Okidoki, das Dach haben wir befreit. Da möchte ich gerne hin. Moment, wo ist das? Hier. So, gleich kommen wir da aber nicht hoch. Aber hier kommen wir so hin. Ah, okay. Buffula. Ich glaube, ich werde die wahrscheinlich auch gar nicht benutzen. Okay, ja, let's keep it moving. Jetzt sehen wir da diese Dinger. Ich wundere mich nur gerade, habe ich nicht unten die Viecher besiegt? Jetzt sind da wieder neue aufgeploppt. Okay. Darum kümmere ich mich jetzt aber nicht. Jetzt kümmere ich mich erstmal darum, hier rüber zu gehen. Ach, Manno. Wow, it's actually invisible. Is this safe? Nein! We're not going to fall, are we? Nope, we should be good. Let's take these things all the way to the keep. So, bevor ich jetzt wieder runterfalle, nehme ich mir lieber Morgana und tatsächlich, wir schweben hier so ein bisschen. Komm, Indiana Jones Vibes rüber. Wo müssen wir lang? Ah, da nicht, deswegen können wir da ruhig hin. Warum ist denn der so weit weg? Ah, da ist eine unsichtbare Truhe oder sowas. Okay, ja. Das war einfach. Und jetzt sind wir extra hier hingelaufen, um den zu holen. Hautzerfetzer, das hört sich schmerzhaft an. Dann rüsten wir den Hautzerfetzer doch gleich mal bei Anne an, aus. Ziegenlederpeitsche gegen Hautzerfetzer. Hautzerfetzer ist ganz cool. Zerfleischende Peitsche. Zusammenschiebbare zerfleischende Peitsche. Da muss ich an Ivy, glaube ich, denken aus Soul Calibur. So, jetzt können wir aber hier schnell wieder rüber. So, da geht's auch schon wieder weiter. Invisible floors. How interesting. Be careful not to fall. My knees won't stop shaking. Dabei ist es gar nicht so gefährlich. War das eine Falle oder? Ich weiß es nicht. Ich bin hier drauf gesprungen und schon waren die alle tot quasi. Okay, jetzt müssen wir nur hier gucken, dass wir keinen Fehler machen. Aha. Okay. Okay, okay. Boah, das war knapp. Vernichtet. Ich dabei aber runtergefallen bin, weiß ich schon wieder nicht. Na gut, egal. Wir haben den Kampf geschafft. Darum ging es ja, glaube ich, hauptsächlich. Warum springst du nicht doppelt, ey? Geht das nicht? Ah, wir müssen hier rumspringen, okay. Verwirrend gerade. Ich glaube, wir kommen... Kommen wir hier überhaupt durch? Ich glaube nicht, oder? Suggeriert mir, dass ich hier lang springen muss, okay. Level 1. Schwere Klopfer. Ui. Hieß du nicht, dass der Hase bei Bambi Klopfer? Ne, guck mal, wir kommen hier gar nicht durch. Da voll die Falle gewesen. So, rauf damit. Dann können wir hier nochmal checken, was wir jetzt hier für Makoto eingesammelt haben. Und uns darüber ärgern,
dass wir so viel Geld ausgegeben haben. Stärke plus 2 ist auch nicht schlecht, benommen schwach. Machen wir trotzdem das. Einfach so, weil es cooler ist, Sachen zu finden. Ja. Hallo? So. Einmal drüber geskated. So, die Typen würde ich aber gerne erstmal ausschalten. Das mache ich nämlich, glaube ich, auch. So. Okay, und jetzt können wir hier weiter und wir sind quasi schon fast im Gefängnisturm drin. Unsichtbar. Ne, wir gehen rein. Ja, da ist der... Der kommt jetzt gleich, der letzte Vertrottelte, auf uns zu wahrscheinlich. Ich check nochmal kurz... unsere Werte hier. So, auf ins Gefecht. Wie gesagt, gegen den letzten Vertrottelten von denen. Oh. Weiterer alter Mann. I've been waiting for you, chosen heroes. I am one of the fearsome four. And servants to the Prince of Nightmares. Bettero. Bettero? Ist der vielleicht besser? Wow. Didn't expect an old geezer. Aw, I feel kind of bad. He looks like he'd fall over from just a little push. But appearances can often be deceiving, can't they? Despair! For I am the strongest of the fearsome four. Your journey ends here. Well, if he wants to fight, then I guess we don't have to hold back. Hand over that proof! Hmm? Oh, wie ich sowas hasse, ey. What? My boy, you're a perfect thing, aren't you? Ah, you're a real sight for these tired old eyes. All right, he's going down. Das reicht. Du wagst es, eine Legende zu reizen? Was für eine Legende? Ich sage, das reicht einfach nur. That's enough. So, und der letzte ist hier natürlich auch dabei. Der ist schwach gegen Blitz. Ja, wie gut, dass ich Blitz nicht dabei habe. Glaube ich. Oh doch, habe ich. Pixie hat Blitz. Wahrscheinlich als einziges, oder? Ja, da Mothman. Können wir den benutzen? Machen wir mal so. Und dann Showtime. Bettero. Ach. Showtime ist auch nicht so effektiv, wie man das sich vielleicht vorstellt. Oh, das wollte ich gar nicht. Critical! Machen wir nochmal Showtime. Macht ihn fertig! Der wird ausfallend! Blitzbombe. Bam! Gefühlt war der jetzt gar nicht so schwer.
seems it's the end for T as well. Come visit me in the afterlife and shoot you. In your dreams! That takes care of old man Oglesalot. Now we just need to nab the proof. All right, let's head to the top. Okay. Vielleicht als das. Wir sind oben. Achso, ich wollte gerade sagen, ist es nicht da? Doch, es ist da und wir holen es uns. Das letzte Fünkchen hier. Nehmen wir es uns. Extravagante Arfüller. Okay, that's three pieces of proof. Seems this last one is a fountain pen. Oh, Entschuldigung. So now we can get into the Overlord's castle, right? If we're following the novel, then yes. We're finally going to storm the castle. About damn time. Bandit thieves are coming for you, asshole. Hold on. Maybe we should head back for now. Ach, warum denn? We're going to charge into enemy territory. We should probably make sure we're prepared. Sind wir doch. Good idea. Ugh, I'm all sorts of tired after that last fight. Sorry, Panther. Might not be a bad idea to fall back and regroup. Ach so, wie sieht der Plan aus? Ich verhungere. Machen wir für heute Schluss. Ich habe gerade was gegessen, also alles gut. We gotta be at the top of our game before a big operation. That's Phantom Thieves 101. Mano. That settles it then. Let's make our way back. Man hat ja keine Wahl, ne? Aber gut, dass ich hier nochmal gegrindet habe. In der, ja, nicht Aufnahmezeit. In der Pause sozusagen. Was? Jetzt sieht man ihn zum ersten Mal in seiner wahren Gestalt. So, the fearsome four were defeated? Yes. Seems they were felled by a new group of heroes calling themselves the Phantom Thieves. Phantom Thieves? You mean the ones everyone won't stop talking about? Hmm. You don't think... I mean... Do they truly believe they're going to change my heart? They mean to topple the Overlord himself! Fools! They're destined to fail, just like all who came before them. This world is under my absolute control. No one is going to take it from me! No matter who's brave enough to try. Das werden wir ja sehen, Typ. Bin mal gespannt, was so in der Zwischenzeit eigentlich passiert. Und ich glaube, ich werde mir noch einen Anhänger holen, wenn ich denn die Möglichkeit habe, wo ich wertetechnisch plus eins auf alles kriege. Aber jetzt schauen wir mal, was wir nachts hier so noch unternehmen können. Hey, hast du kurz Zeit? Habt ihr etwas Interessantes entdeckt? Ich gebe den anderen Bescheid. Komm zum Versteck, sobald du Zeit hast. Okay, was auch immer sie da meint. Achso, ich war hier schon überall einkauft eigentlich. Ich schaue mir mal ganz kurz hier nochmal um. Okay, okay, wir sind wieder zurück. Mal schauen, was Futaba noch für uns hat. Hey guys, sorry to bring up business when we're all tired and stuff. Oh no, you're fine. I think we're all feeling a lot better now that we've eaten. So, what did you find out? Have you learned something about Natsume? Nope, not Natsume. This is about Alice. Okay, it's interesting. Alice? I was looking into this even after we changed her heart back in Shibuya. But it looks like some of her fans never reverted back to normal. How can that be? I thought we released all of the desires she stole. Scheinbar nicht alle. Vielleicht hat jemand anderes die davor bekommen, yeah, oder so. Yeah, we saw them all go back to their owners, right? We did, but some people still get set off if you criticize Alice even just a little. There are reports of people getting threatened and even attacked. Seriously messed up. Their obsession with Alice hasn't dissipated? I'm thinking maybe some desires haven't returned to their owners. So it's possible they haven't returned. Vielleicht der Grund, weswegen auch das Gefängnis noch nicht weg ist. There's a lot we still don't understand about the jails, so we can't exactly rule that out. Maybe it has something to do with the fact that the Shibuya jail didn't disappear. Hmm, das ist ein guter Punkt, Makoto. That is concerning.
Überprüfen wir das. Wir brauchen mehr Infos. Ja, überprüfen wir das. The question is, how do we do that? Why not just visit the jail? As much as I'd love to do that, we can't just leave here and go back. There's no need to go back. I meant you should visit the Shibuya jail from here. Aha. Huh? What do you mean? Ever since we left the Shibuya jail, I've wondered if we might be able to get back inside. Hoping to find out, I put in the keyword earlier. Sure enough, I was given access to the Shibuya jail. I couldn't do the same with the Sendai jail, however. So it may have something to do with the fact that the jail no longer has its monarch. Uh-huh. It works somewhat like a backdoor function, I think. So we can enter even though we're nowhere near the same place in the real world? We certainly couldn't do that with the palaces. Ja, weil hier das Gameplay ein bisschen besser funktioniert als bei Persona 5. Just the idea of a metaverse existing without an owner is a first for us. I guess our experience with the palaces can only help us so much here. Deswegen ist das wesentlich convenienter als davor. Dude, this is pretty sweet though, ain't it? We can basically warp to Shibuya now, right? No. It's not as if you could leave the jail and appear in the real world, Shibuya. You can only visit the jail from here. Ja, so einfach ist es auch nicht. Ne, es ist kein Teleporter. We'll simply take you back to where you first entered. I suppose things wouldn't be that convenient. Ja. This is still better than nothing, though. Thanks for looking into that, Sophia. Das stimmt. Yeah, that's super helpful. I've made myself useful. So gehört sich das. Immer weiter so. I will continue to do my best. All right. How about we check out the Shibuya jail later on then? No objections here. As for the Sendai jail, let's meet up at the hideout once we're ready. We'll leave the timing to you. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das Gefängnis infiltrieren. Du kannst jetzt ein Gefängnis in einer anderen Stadt betreten. Wähle im Versteck Gefängnis infiltrieren und dann das gewünschte Gefängnis. Nutze das, um dein Level zu steigern oder Schätze zu finden. Ja, ja, ja. Das macht jetzt auch mehr Sinn. Und es ergibt mehr Sinn. Was unsere Rückkehr ins Gefängnis von Shibuya angeht. Ich habe da einige Infos gesammelt und sie als Anfrage für dich aufgelistet. Du kannst sie dir im Versteck ansehen. Anfragen. Anfragen sind ein neues Feature. Um eine Anfrage abschließen zu können, musst du sie erst annehmen. Geh dazu ins Versteck und wähle deine dann Anfrage ansehen. Okay. Ah, okay, cool. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich vorher sagen wollte. Ich hasse das. Aber ja, genau. Es ergibt jetzt Sinn, dass da eine Truhe war mit Stufe 2 und so weiter. Weil wir hätten die ja unmöglich aufmachen können. Hm. Weil wir hier noch nicht die Voraussetzung irgendwie erfüllt haben. Nichtsdestotrotz, wir gehen mal hier rein. Treffen uns im Versteck. Anfragen anzeigen, okay. Besprechen, kochen, Gefängnis infiltrieren. So, hol dir die Begierde zurück. Gefängnis von Shibuya. Fortschrittgebiet, okay. Frau, deren Freund von Alice besessen ist. Alle anderen sind wieder normal, aber mein Freund ist immer noch von Alice besessen. Es muss ihm jemand helfen. Zu erledigen, besiege den die übrigen Schatten Shibuya-Kreuzung. Motto-Hoodie gibt es als Belohnung. Machen wir das mal. Time to get to work. Okay, ich gehe mal kurz noch in den Shop, verkaufen und so weiter. Okay, wir können jetzt hier tatsächlich so auswählen, welches Gefängnis. Shibuya, das Gefängnis, das früher von Alice Hiragi kontrolliert wurde. Wir gehen da mal hin. Wir wissen ja auch, da ist immer noch so ein Dunkelvieh, dass wir da nicht rangekommen sind. Und da ist noch eine Truhe, an die wir noch nicht rangekommen sind. Dafür brauchen wir aber Stufe 2, was wir noch nicht haben. Ich gucke mir jetzt mal die Anfrage an, tatsächlich. Und werde alles andere ignorieren, aber es ist direkt an der Kreuzung. Ich denke mal, deswegen werden wir das relativ schnell hier noch erledigen können. Tatsächlich. So, und jetzt sind wir wieder zurück. What? Wow, wir haben es tatsächlich in das Gefängnis von Shibuya geschafft. Wie erwartet. Es hat sogar wow gemacht. That means... Gefängnisse scheinen wirklich etwas anderes als Paläste zu sein. Also, was sollen wir jetzt tun? Sehen wir uns um und finden eine Begierde, die nicht zu ihrem Besitzer zurückgekehrt ist. What? Aber dieser Ort ist ziemlich weitläufig. Das ist wie die Suche nach deiner Nadel im Heuhaufen.
wenn wir sie doch nur orten könnten. Hm? Wartet, ich schnuppere da einen Dufthauch. Da ist ein Schatz, ich meine eine Begierde, da drüben bei der Shibuya-Kreuzung. Echt jetzt? Alright, let's get moving. Runter schnuppert, Mona. Los, auf geht's. Tja, dann machen wir das doch. Auf die Kreuzung. Wir müssten ja dann eigentlich hauptsächlich so Low-Life Gegner sein. Aber. Huh? Wait a sec. Yo, ist das nicht. Could it be? Ja, miau. Ist das eine Begierde? Diese Begierde gehört mir, ho, mir, ho. Das ist mein Schatz, ho. Niemand darf ihn haben, ho. Okay. Persona! Schwach gegen Wind und so. Yours. Leave it to me. Machen wir das einmal. Ah, Kamera. Okay. Das war jetzt der Kampf. Moralboost, das ist nice. Was macht der? Erhöht den Effekt von moralischer Unterstützung. Was sehr cool ist, erhöht den Boost von aktiver Hilfe für den Showtime-Balken. Was auch sehr gut ist. So, haben wir das jetzt fertig? Was zur Hölle war das denn? Viel wichtiger ist das, viel wichtiger ist das nicht? It seems that. Hier war offenbar noch eine Begierde übrig, wie Oracle es gesagt hat. Ja, aber warum wurde sie hier gelassen? Das muss der Monarch gewesen sein. Hat sie jemand eingesteckt? Keine Ahnung. Ja, hat sie jemand eingesteckt? Eingesteckt? Yeah. Hey, warum starrt ihr meine Taschen so an? Mit eingesteckt meinst du, jemand hat sie gestohlen, oder? Ja, genau. Aber der Schattenfreund hat gesagt, die Begierde sei seine. Ich glaube, sie ist nicht zu ihrem Besitzer zurückgekehrt, weil er sie festgehalten hat. Hey! Hey, wo ist sie hin? Und nachdem wir ihn ausgeschaltet haben, wurde die Begierde endlich freigegeben. Das heißt, das Alice-Fan, der sich so komisch benommen hat, ist wieder normal? Anyways. Wir können es herausfinden. Vielleicht finde ich online was dazu. Yes. Stimmt. Gehen wir erstmal zurück ins Versteck. Och, jetzt schon? Ja, aber wir machen das gleich. Ich werde hier nur mal kurz noch aufräumen. Wäre ja schade, wenn wir schon mal hier sind, ne? So, und wir kommen wieder aus dem Gefängnis heraus. Okay, suchen wir im Web nach nützlichen Infos. Ja, das mit der Anfrage will ich auf jeden Fall noch anschließen. Da treffen wir uns im Versteck. Dann sehen wir es ja gleich. Anfrage anzeichen. Hole die Begierde zurück. Okay. Are you double checking the request? Alle anderen sind... Okay. Bericht. Diese Anfrage abschließen? Ja. Hey. Und, schon was gefunden? Bisher nicht. Aber gebe Bescheid, wer... Oh, what? Halt, vergiss es. Ich hab was. Eine Gruppe von Leuten, die wegen Alice ausgerastet sind, hat eine gemeinsame Entschuldigung ins Netz gestellt. Es tut uns sehr leid, dass wir wegen einem Promi für solchen Ärger gesorgt haben. Wir entschuldigen uns bei den Menschen und bei Alice. Okay, und die sogenannten Anti-Alice-Typen sagen sogar, sie werden nicht mehr tyrannisiert. Sie haben die Entschuldigung akzeptiert. Wow, dann heißt das... I see. Die Begierden, die sind wieder bei ihren Besitzern? Wir können die Sinneswandel wirklich rückgängig machen? Genau wie geplant. Noch dürfen wir nicht feiern. Genau. Yes. Ja, es ist möglich, dass die Lage noch nicht vollständig geklärt ist. Bedenkt, es könnten noch mehr solche Fälle geben. Es machen also Schatten Jagd auf die Begierden, die wir ihren Besitzern zurückgeben? Ich glaube, wir können den Fall erst als abgeschlossen ansehen, wenn wir auch diese Schatten ausgeschaltet haben. Und wie zur Hölle sollen wir die bitte finden?
Wir können sie finden, wenn Morgana die Begierden erschnüffelt, die sie gestohlen haben. Ja, kann ich schon machen. Heyo. Hervorragend. Ein Job für die Phantom Thieves. Hey, das ist nicht mein Titel. Was? Entschuldigung. Ah, Phantom Noses. Okay, Entschuldigung, Nasen. Jedenfalls sieht es aus, als würde ich ganz anders, ein ganz anderer Kampf auf uns warten. Wir sollten Futaba und Sophia, auch nach anderen Fällen suchen lassen. Gute Idee. Wir zählen auf euch zwei. Dazu bekommt zuerst. Ja, wir zählen auf euch zwei. Knorke, Alter. Ich geb dir bald Bescheid. Okay, das Info-Tag-Tag-Team der Phantom Thieves ist einsatzbereit. Wenn jemand von euch in so eine Situation kommt, sagt Bescheid. Ich sammle die relevanten Infos und liste sie für euch auf. Quasi wie früher die Anfragen auf der Fansite. Was ist aus der eigentlich geworden? So können wir diese Anfragen erledigen und gleichzeitig Fortschritte bei unserer Infiltration machen. Klingt, als hätten wir langsam alle Hände voll zu tun. Geben wir unser Bestes, Leute. Oh, listen up. Oh, fast vergessen. Hier bitte. Das hat dieser Mistkerl von Begierde Clown der Schatten verloren. Good job. Motto Hoodie. Helfende Hand. Da-dum-tsch. Request. Morgen stimmen wir endgültig dazu, Miss Schloss. Wir sollten auf alles gefasst sein, was er uns entgegenwirft. Ah, tatsächlich vergeht sogar ein Tag. In Sendai. Jetzt haben wir den 3.8. Ich glaube, wann sollten wir da sein? Am 8.8? Let's go. Heute stimmen wir das Schloss. Brechen wir auf, sobald alles bereit ist. So funktionieren Anfragen. Du erhältst Anfragen, wenn du in der Story voranschreitest. Es erscheint dann ein Anfragen-Symbol. Auf der linken Bildschirmseite haben wir schon gesehen, Anfragen können entweder im Versteck oder über das Befehlsmenü angenommen werden. Nachdem du die Bedingungen der Anfrage erfüllt hast, erstatte Meldung, um sie abzuschließen. Anfragen können entweder im Versteck oder über das Befehlsmenü abgeschlossen werden. Im Metaverse kannst du keine Anfragen einreichen. Okay. Was ist das? Hey Mogen, es ist nicht so wichtig, aber ich würde gerne mit dir über etwas reden. Würdest du zu mir kommen, wenn du Zeit hast? Anfragen von Freunden. Einige Anfragen erhältst du, indem du mit dem anderen Phantom Thieves redest. Unterhalte dich mit deinen Freunden, wenn du sie beim Erkunden einer Stadt zufällig triffst. Okay, 4 Anfragen. Okay. Ja. Nö. Machen wir auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Wir haben ja jetzt den neuen Tag, das heißt, wir haben eine neue Runde, wir haben eine neue Möglichkeit, mit Leuten hier zu interagieren. Und vor allem werde ich jetzt hier ein bisschen was kaufen. Und zwar wollte ich die hier holen. Die Siegeshalskette. Mehr aber auch nicht. So, okay. Ich würde sagen, um die anderen Anfragen und unsere Freunde kümmern wir uns beim nächsten Mal. Jetzt haben wir das ja quasi erfüllt. Wir sehen das ja auch hier, Anne und Futaba und alle. Es gibt 4 Anfragen, die werden wir natürlich dann auch abarbeiten. Das machen wir beim, ja, in der nächsten Folge. Genau, jetzt haben wir das ja kennengelernt. Ich speichere jetzt auch. Ich werde jetzt auch schon die Aufnahme leider wieder beenden müssen. Heute leider nicht so viel Zeit. Für eine Folge wird das reichen, wenn ich die schön zusammenschneide. Genau, und wir sehen uns dann wieder. Verdammt, das muss ich jetzt doch noch machen. Wir haben ja Sachen bekommen. Ich wollte das jetzt noch eigentlich mal kurz anschauen. Annulliert, manipuliert. Okay, wir nehmen einfach den. Sehr gut. Und, ah ja, stimmt. Irgendwer braucht noch nicht die Draufgängerweste. Siegeshalskette. Ich würde jemanden nehmen, der schon irgendwas plus 1 hat. Hier, Morgana. Bitteschön. Das ist egal. Ich lasse das jetzt mal. Theoretisch könnte ich die allen holen. So, jetzt sage ich nochmal Tschüss. Danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Anfragen, Freunden und dann wahrscheinlich mit der Stimmung des Gefängnisses von Natsume. Ja, bis dahin. Cheerio. Euer JMO sagt Cheerio. Bye bye und Matane.